Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Wir können jetzt mit dem Flugzeug fliegen, aber Liberita hat sich noch viel verbessert und deswegen möchte ich mich gerne hier noch ein bisschen umschauen. Und hier ist jetzt sogar so ein schöner kleiner Garten. Und was seid ihr für coole Typen? Der erste Preis wird eine Waffe sein, die es nur hier gibt. Ich habe es schon versucht, jedoch ohne Erfolg. Hey, probier ein Glück bei unserer Lotterie. Ein Los kostet 20 Taler. Gut, ziehen los. Erst wählen. Nummer 4. Du gewinnst eine Orchidee. Hier, bitte. Na toll, eine Waffe. Ja. Leider ist die Stadt so groß, dass ich keinen Platz zum Joggen. Dass kein Platz zum Joggen ist. Wieso? Hier kann man doch gut laufen und durch die Stadt joggen kannst du doch auch. Das sieht doch alles auch ganz toll aus. Und was ist hier? Gar nichts. Das ist sehr viel. Und da ist eine Leiter und da kann ich nicht drauf. Ah! Das hier ist ein Haus, auch mit einer Tür. Hier in Liotta ist das ganze Jahr ein großes Fest stattfinden. Das ist das ganze... Das kennen wir ja schon alles. Jetzt gehen wir hier rein. Kneipe. Moment mal. Okay, macht ein bisschen Sinn. Aber auch nur ein kleines bisschen. Der Besitzer wollte sich zur Ruhe setzen. Das war meine Chance. Jetzt kann ich diesen Faulenzer besser im Auge behalten. Gedanke an Mutter treibt mir Tränen in die Augen. Dieser Wein, fabelhaft, das muss ich allen meinen Freunden erzählen. Hier habe ich ja einen Wein gegeben. Dass sich diese Stadt hier so verbessert hat, das kann ja eigentlich nur sein, weil wegen dem Flugzeug, das was dazu gekommen ist. Und was sagt der Opa da oben, der mit seiner Nase da herumfuchtelt? Das Weib schaut nur noch Fernsehen und macht keinen Finger mehr krumm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann den Fernseher entwickelt habe. Obwohl ich selten das Haus verlasse, bin ich bestens informiert. Indem du dir ein Cartoon anschaust, wo eine Katze drauf ist? Interessant! Informiert über eine Katze. Okay, was ist hier? Das sieht doch mehr so aus wie Nachrichten beim Fernsehen. Ich heiße Tom. Jeder in der Stadt kennt mich als Feinschmecker. Ach, goddammit. Ach, böse Erinnerung mit Seeheim. Ach. Was hast du zu sagen? Hallo, ich jobbe ja, um mehr über Modetrends zu lernen. Aber das Leben ist sehr kompliziert. Okay. Die drei Mädels, die kennen wir ja schon. Moment mal, da stört mich jetzt etwas. Drei Mädchen, zwei Betten. Das kann ja noch irgendwie sein, wenn hier noch irgendwie ein Bett vorhanden ist. Hier sind zwei Betten. Hier haben viele ihr Glück gemacht. Auch ich bin hier deswegen hier. Mein Traum ist, eines Tages ein eigenes Restaurant zu besitzen. Kann ja sein, dass eins der drei Mädels hier schläft. Was hast du zu sagen? Ich habe diese Kneipe zwar schon sehr lange, aber jetzt reicht's. Ich bin es leid, und verschämte und vorlaute Idioten zu bedienen. Sie haben dir aber Geld gegeben. Das waren also Geldgeber... Vorlaute Idioten und irgendwie so etwas. Und das Telefon können wir nicht verwenden. Sieht irgendwie so aus, als ob es für die Charakter irgendwie ein bisschen zu hoch hängt. Kann jetzt aber auch nur so aussehen. Schauen wir uns noch weiter um. Touristik! Touristik ist schön. Das Touristenbüro hat viele Reiseninformationen über andere Städte. Die Menschen erfahren durch... viel anderen, weil leider haben wir nicht alle Informationen, wenn du Fotos hast und da. Hast du dich nicht des Lesens des Buches zum Reisen entschlossen? Keine Ahnung. Ich reise halt gerne. Liebe Rita, ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Noch ein Haus. Was ist hier drin? Das Kinderheim, das sieht ja schon viel besser aus. Und da hüpft ein Junge. Komm, ich hüpfe mit dir. Ja! Yes! Yes! Geht ihr nur wieder nach hinten? Warum hüpft ihr nicht auch zurück? Höpfer! Höp! Ah, synchron! Mist! Ach, fast synchron! Komm her noch einmal! Höp! 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 Ah, ich springst so hoch, deswegen geht das nicht so gut schön synchron. Ah, die haben nicht sogar ein Kindermädchen. Ich kam als Lehrer, aber alle sind total beschäftigt. Das ist das Problem. Aber das ist ein... Guten, aber das ist ein Zeichen von guter Gesundheit. Das ist allerdings wahr. Und warum die eine Lampe da oben gebrannt hat, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Immerhin ist es hell. Und hier ist noch eine Tür. Da können wir auch rein.
John. Wer war das? Ach, das war der Typ, der Licht, der elektrisches Licht entwickelt hat. Er erforscht nicht nur Elektrizität, sondern auch andere Dinge. Wir helfen ihm bei seinen Studien. Auch cool. John ist im ersten Stock. Er muss wegen seiner Experimente sehr müde sein. Ihm haben wir ja damals auch geholfen. Ich bin beunruhigt darüber, wie die Elektrizität das Leben verändert. Vielleicht stillt sie die Güte der Menschen, wie der Kerze das Licht. Aber vielleicht irre ich mich ja. Auch hoffe ich. Ach. Veränderung heißt Leben. Und hier können wir auch noch rein. Oh, wie schön sich das hier verändert hat. Ich finde diese großen Städte toll. Sam, der Telefonentwickler. Jedermann wird Telefone ordern. Ich bin ein glücklicher Mensch. Das Telefon wird das Leben der Menschen grundlegend verändern. Die Nachfrage nach Telefon steigt von Stunde zu Stunde. Das ist schön. Was hast du zu sagen? Hallo, Sam hat mir einiges über dich erzählt. Wie bitte? Hat er dir nichts darüber erzählt? Ich bin Sams Freundin. Wir sehen uns nicht oft, doch das Telefon verbindet uns. Danke. Wir sind... Ja, okay, die beiden sind verheiratet oder so. Ich mag, wie gesagt, ich mag diese großen Städte. Die sind toll. Und... Das finde ich nur irgendwie ein bisschen schade hier. Dass ich das dann, dass das dann jetzt hier schon zu Ende ist. Leider würde ich diese Stadt hier nicht weiterentwickeln können. Ah, verdammt. Schauen wir uns mal das Flugzeug hier mal etwas an. Yeah, fliegen! Ich muss erst mal gucken, wie das hier ist. Ich habe hier ein PlayStation-Joypad. Ich habe das jetzt wenig eine Ahnung, wie das jetzt... So fliegt sich das an... So, gut. Okay, so kann... Okay, mit LR kann ich steigen und so. Okay, so können wir wieder schneller fliegen. Aber ich glaube, es gibt auch nur noch eine Landebahn. Das ist das, was ich ein bisschen schade finde. In dem Sinne bringt das eigentlich das Flugzeug eigentlich einem auch nichts. Oder zumindest auch nur sehr wenig. So, ist hier noch irgendwie was Interessantes? Australien, sieht nicht so aus. Ich kann nämlich nirgendwo landen, das ist das, was ich schade finde. Wenn es schon ein fliegendes Objekt ist, dann müsste man auch überall landen können. Das fände ich sehr toll. Aber Fliegen macht Spaß! Aber da ist noch eine Landebahn! Da müssen wir jetzt auch hin! Da fliege ich jetzt auch hin. London. Yeah. Schade, dass wirklich nur zwei Startbahnen oder Landebahnen existieren. Was ist das denn jetzt für eine schöne Stadt? Sieht nicht so schön aus. Wenn du mehr wissen willst, suche den Tempel seiner Jünger auf. Dort wird sich mehr Berugas Macht offenbaren. Ah, jetzt kommen wir also Beruga etwas näher. Und das scheint wohl dieser Typ da zu sein. Beruga ist unser Erlöser. Beruga wird die gesamte Welt von ihrer Falschheit befreien. Okay. Ich renne erstmal überall gegen. Willst du Berugas Segen? Niemals! Die Ungläubigen sollen dem Paradies weichen. Was sagst du, wenn ich bitte sage? Begib dich in das Hinterzimmer. Ein Jünger wird dich unterweisen. Okay. Was habt ihr hier zu sagen? Yeah! Kleine Anspiel... Kleine... Kleine... Hä? Einst gewann er den Nobelpreis für seine Studien über Biotechnologie. Seine Experimente mit der DNA brachten wichtige Erkenntnisse. Seitdem widmet er sich nur noch den Studien der Unsterblichkeit. Menschen scheuen die Stille und haben Angst vor der Dunkelheit. Warum? Da sie den Tod fürchten. Ein Dramatiker sagte einst, Menschen werden weinend geboren,
Der Tod und die Geburt sind mit großen Schmerzen verbunden. Wenn alle unsterblich sind, werden diese Ängste nicht mehr existieren. Beruga wird diese schöne neue Welt erschaffen. Beruga liegt im Tiefschlaf in der Kältekammer. Bald wird er in dieser Welt erwachen. Lasst uns für diesen Tag beten. Unsterblichkeit ist lame. Ihr seid alles so dumme Cheater. Wahrscheinlich hast du das gesagt. Stellt euch auf und hört die Worte Berugas. Unsterblichkeit ist lame, das ist untoll. Die Menschen hier sehen jetzt mal etwas anderes. Dies sind die weisen Jünger. Sie unterstehen Beruga. Es ist eine große Ehre, als Jünger aufzuwachsen, um Beruga zu dienen. Wenn ich groß bin, möchte ich auch einer der weisen Jünger werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Menschen extra hier so erzogen werden, damit sie so welche Jünger werden. Laden? Laden! Laden sind toll. Obwohl... Ich würde mir Sorgen machen, hier zu schlafen. Wer weiß, was diese Typen mir antun. Warum heißt das hier eigentlich Tempel? Ist das eine Tempelstadt? Ist das hier eine Tempelstadt oder so? Keine Person hier! Und die Musik hier klingt nicht ganz so toll. Yeah, Kristallclown! So. Mein Kristall. Was ist hier? Bist du krank? Ich fürchte die Tod nicht. Ich vertraue den Worten Berugas. Beruga kündigte eine Zeit an, in der der Tod keine Macht mehr hat. Beruga ist in seinem Labor, um sich vorzubereiten. Wenn seine Zeit gekommen ist, wird er auferstehen und uns erlösen. Ich meine, stellt euch das mal vor, wenn man unsterblich ist. Man kriegt Kinder und irgendwann ist die Welt doch überfüllt. Und wie versteht man eigentlich unter... Was versteht man eigentlich unter Unsterblichkeit? Nichts mehr essen? Nicht mehr schlafen? Das hört sich für mich so an wie Zombie-Kultur. Was ist sonst noch hier? Ist hier sonst noch was Interessantes? Ich weiß es jetzt nicht. Hier kann ich lang! Yay! Ist hier irgendwas? War ich hier nicht schon mal? Ich bin mir gerade richtig unsicher. Versuchen wir es einfach mal. Hep. Entweder war ich hier schon, was mitgenommen, oder... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da nichts. Und ist hier irgendwas? Ein bisschen balancieren. So. Ich krieg diese Steine hier nicht mal weg. Doch, kriege ich. So, weg. Okay, ich war hier noch nicht. Yay! Aura-Stab. Jetzt sagt bloß, der ist besser. Hä? Möchtest du den anwenden? Ja, mach ich mal. Sieht so aus wie eine Spezialwaffe oder so. Was ist also das Besondere an dieser Waffe? Kann ich das irgendwo lesen? Ich meine, diese Waffen hier sehen irgendwie... Die Waffen, die hier landen, sehen irgendwie besonders aus. Oh, ich nehme sie jetzt mal mit. Sie ist auf jeden Fall stärker als der nächste Stab. Und somit habe ich Geld verschwendet. Hurra. Wenig Information. Hooray. Sibirien sind wir jetzt, Ist hier sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Doch, da sieht es so aus. Nein, hier ist nichts. Seltsam. Okay. Dann denke ich mir jetzt mal, ich mache jetzt wieder einen Schnitt. Ich bin zum Mirko und das war Let's Play Terranigma für heute. Bis zum nächsten Part von Let's, wenn es wieder heißt, wie eben gesagt, Let's Play Terranigma. Dann gehen wir mal ins Schloss und schauen uns mal diesen Beruga an. Bis dann!